Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Rise. Jetzt sind wir leider die letzte Aufnahme, da hat der Ton nicht funktioniert, in der ich gebaut habe, dass wir den Reaktor in der Oberwelt benutzen. Die konnte ich jetzt leider nicht hernehmen, weil der Ton irgendwie nicht aufgenommen wurde vom Mikrofon. Aber ist ja jetzt halt nicht ganz so schlimm. Okay, dann schauen wir mal weiter. Jetzt müssten wir am besten mal die ganzen Maschinen wieder aufstellen in der Oberwelt. Dazu brauchen wir diese Maschine hier. Dann brauchen wir, wo sind sie alle? Das hier, das hier, das hier. Kompressor brauchen wir nicht. Die ganzen Pumpen nehme ich mal mit. Na, das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen die Pipes zum Fluid transportieren. Und zwar, tipp einfach mal Pipe ein, dann sehen wir ja, was wir haben. Haben wir echt bloß die Basic? Ich dachte, wir haben schon die Advanced. Oder haben wir die bloß beim Strom? Die brauchen wir auf jeden Fall auch. Nehmen wir mal einen Stack mit. Dann brauchen wir noch, der wird mit 2 mindestens sein. Na, das brauchen wir auch nicht. Das hier, Electrolytic Separators. Tube. Haben wir da echt bloß diese? Da muss ich da ein Upgrade mal machen, schnell. Das macht man. Boah, schon zu lange her, dass ich das gebraucht habe. Wo haben wir es denn? Die Tubes. Advanced, da brauchen wir Energetic Alloy, das ist ein Redstone und ein Eisen. Redstone. Hier. Redstone und Eisen ist hier. Die schmeißen wir jetzt schnell hier rein. Wenn wir jetzt das dahin machen und die außenrum, bekommen wir die Advanced. Schon besser. Können um einiges mehr an Dampf transportieren. Beziehungsweise an Gas in dem Fall, heißt es ja. Was brauchen wir noch? Wir müssen von den Pumpen mit den Mechanical Pipes, wo ich am besten auch schnell noch die abgekürzte Version baue. Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Hätte ich vielleicht gleich mal dran denken können. Okay, jetzt haben wir da auch die Advanced. Jetzt können wir 4000 schon transportieren. Wir gehen von den. Also wir brauchen das Strom für die Pumpen. Dann über die Pipes bringen wir das Wasser hier rein. Über die hier bekommen wir es dann in die Purifying Factory, weiter in den Enrichment, dann in den Crusher oder erst in den Crusher, dann ins Enrichment und dann in die Smeltery. Und um das Ganze zu betreiben, brauchen wir noch einen Tesseract. Da dürfte ich keinen mehr haben. Ja. Aber ich glaube, ich müsste die Einzelteile haben, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt muss ich den mit Ender noch füllen. Boah, scheiße. Mit den kann ich auch nicht abbauen, weil den brauche ich ja, damit hier drüben noch das Ganze so weit läuft, oder? Ich habe die Windkrafträder. Die werden schon hoffentlich genügend Strom produzieren. Und das wollte ich ja alles hier auf diese Seite bauen. Da kommt jetzt der Strom raus. Hier hinten soll dann das rein. Also hier kommt dann das Wasser rein. Das machen wir wie beim letzten Mal, so ein 6x6-Feld.
mit hier unten drunter. Na, nicht 6x6, 3x3. Wie komme ich jetzt auf 6x6? Hm, keine Ahnung. Jetzt habe ich leider keinen Eimer dabei für Wasser. Oder? Na. In den Truhen dürfte auch nichts sein. Oder? Schauen wir mal ganz kurz. Nope. Nichts da. Also brauchen wir jetzt halt am besten zwei Eimer. Boah, jetzt ist das schon wieder, dass ich nichts anklicken kann. Fegen wir nochmal kurz rein. Gehen wir raus und gehen wieder rein. Komm schon, komm. Jetzt hat. Infinit, probieren wir mal den. Der sollte doch jetzt halt eigentlich dann unendlich das Wasser hinsetzen können. Ansonsten wäre das doch irgendwie sehr blöd. Ha, funktioniert wirklich, das ist geil. Na, das geht leider nicht. Jetzt müssen wir mal schauen. Wie bauen wir das auf, dass man so wenig wie möglich davon sieht? Sollte ich eigentlich unten entlang gehen. Bis dann komme ich hier im Wasser raus. Das ist auch nicht so schön. Oder gehe ich oben an der Decke entlang? Die Fenster sind etwas blöd. Die liegen jetzt dann genau unter den Pumpen. Oder setze ich das Ganze einfach eins weiter nach vorn, dass die Maschinen hier stehen? Ich glaube, das mache ich einfach so. Da müssen hier die Platten weg. Der kann natürlich wieder hin. Da eine, dann obendrauf jetzt hat die zwei hier. Oh, da hat's bloß einen mitgenommen. Ah, scheiße. Jetzt eh die Frage, das wird alles etwa noch weiter nach vorne rausgehen. Oder? Also ich setze sie hier hin. Wenn ich das gleich so hinsetze. Ah. Wo kommt es jetzt raus? Rechts kommt das Oxygen raus, das ich brauche. Ja, das ist auch scheiße. Funktioniert nicht so ganz, wie ich es mir gedacht hätte. Muss ich eigentlich schon fast so platzieren, alle. Dann rutscht das alles nochmal eins weiter nach vorne. Damit immer das Oxygen vorne ist. Wieso bekomme ich jetzt hier eigentlich keinen Strom? Du sollst doch Energie bekommen. Das andere da hinten sollte senden. Ja. Jetzt hat. Der war nicht eingestellt, deshalb. Ja, jetzt hat. Dann normalerweise auf Dumping Excess. Ja. Dann brauche ich jetzt halt noch die restlichen vier. Ja, ich glaube, wir haben ja immer vier Stück gebraucht, damit das überhaupt läuft. Wo sind sie? Dass der da echt nicht alle auf einmal rausnimmt. Ist ja richtig nervig. Ich glaube, da muss ich mir dann nochmal das Offscreen das Ganze anschauen, wie ich das dann platziere.
die Maschinen, damit das halt besser aussieht, weil das sieht ja jetzt halt echt beschissen aus. Ah. Jetzt halt. Dumping XS. Dumping XS. Dumping XS. Vor allem jetzt muss ich ja vorne schon wieder nochmal eine Reihe dran setzen mit den Pressurized hier. Damit da der Ding rauskommt. Das Gas. Okay. Dann brauchen wir hier die Purifying Factory. Weil da läuft das ganze Gas rein. Und jetzt ist die Frage, Enrichment oder Crushing? Ich glaube Crushing, dann Enrichment und dann das. Die müssten noch eingestellt sein. Output und oben Input. In und out. In und out. Ah, so. Jetzt holen wir uns mal ganz schnell ein Erz. Da müsste irgendwo was hier vor der Tür sein. Und nicht so gerade Kohle. Da ist eins. Dann schauen wir uns das mal kurz an, ob das jetzt funktioniert. Daraus wird 3. Ja, es hat funktioniert. Damit steht hier unsere Anlage wieder. Das muss ich anders bauen, weil das sieht ja so scheiße aus, dass ich vielleicht die Kabel und das alles wirklich unterirdisch lege und dass bloß noch die vier Maschinen hier oben stehen und das alles unten ist. Selbst das Wasser dann unterhalb. Okay, gut. Das war's dann mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal.